Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live und wir starten heute mit dem Innenminister Karl Nehammer. Der ist mir jetzt aus dem Innenministerium zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Minister. Guten Abend. Herr Minister, Sie haben gestern eine Pressekonferenz gegeben zu den Verschwörungstheorien und Sie haben da von einer Jahrhundertchance gesprochen, die vor allem Rechtsextremisten derzeit sehen würden. Wie genau meinen Sie das? Warum ist die Lage derzeit Ihrer Meinung nach so prekär? Na, zum einen hat die Pandemie ja die Bevölkerung massiv belastet und ja, weit über 80% der Menschen haben sich an die Maßnahmen des Gesundheitsministeriums gehalten und damit jetzt auch dazu einen wertvollen Beitrag geleistet, dass die Infektionszahlen ja Gott sei Dank jetzt kontinuierlich hinuntergehen. Und gleichzeitig hat es aber auch einen Teil, einen kleinen Teil der Bevölkerung gegeben, der sich zunehmend radikalisiert hat, der sich in Verschwörungstheorien flüchtet. Und diese Gruppe war besonders interessant, offensichtlich jetzt auch für Rechtsextreme. Wir haben es ja gesehen bei den Corona-Demonstrationen, dass da unter besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die einfach ihrem Protest Ausdruck verleihen wollten, plötzlich auch Alt- und Neu-Neonazis waren, die auch diese Verschwörungstheorien massiv befeuern. Wir nehmen das sehr ernst und wir müssen das weiter genau beobachten, damit eben da nichts in eine bedenkliche Schieflage gerät. Wie gefährlich ist denn diese Situation Ihrer Meinung nach? Sie haben ja auch vor etwas mehr als einer Woche bekannt gegeben, dass es da anscheinend durchaus konkrete Anschlagspläne auch gab auf Polizisten. Ist das eine, sage ich einmal, Gefahr, die Sie momentan im Griff haben und die Sie auch im Überblick haben? Oder befürchten Sie, dass es da wirklich in naher Zukunft zu Anschlägen kommen könnte? Grundsätzlich muss man mal sagen, alles polizeiliche Tun dient dem Minimieren des Risikos eines Gewaltverbrechens, des Risikos eines Anschlages. In dem Zusammenhang ist es dem Verfassungsschutz gelungen, eine Telegram-Gruppe zu infiltrieren. Und das war deshalb so wichtig, weil dann da etwas sichtbar geworden ist, was tatsächlich sehr beunruhigend ist. Die Mitglieder dieser Telegram-Gruppe haben sich drinnen verabredet, wie man Sprengsätze baut, wie man Brandsätze baut und man wollte zu einer bestimmten Demonstration hingehen und dann diese Brandsätze auch tatsächlich gegen Polizistinnen und Polizisten, die dort im Einsatz sind, werfen und sie somit schwer verletzen. Das ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Wir haben ja auch davor, in den Wochen davor, Waffenfunde durchführen können, die sehr bedenklich sind in ihrem Umfang, hunderte vollautomatische und halbautomatische Waffen, Tonnen Munition und auch ein hohes Ausmaß an Sprengmitteln in der rechtsextremen Szene. Das heißt, hier gilt es, sehr wachsam zu sein, alles polizeilich Notwendige zu tun, um das Risiko eines möglichen Anschlages zu reduzieren. Jetzt wirft Ihnen die Opposition, insbesondere die FPÖ, im Zusammenhang mit der Bekanntmachung eben dieses Gefahrenpotenzials Ablenkungsmanöver vor. Sie wollen nur davon ablenken, dass es da sozusagen Ermittlungsverfahren gegen ÖVP-Politiker gibt. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Naja, das ist aus meiner Sicht sehr rasch erklärt und auch in das Argument völlig sinnlos, das die Freiheitlichen hier bringen. Warum sage ich das? Weil ja all das hier nicht jetzt von mir als Politiker ermittelt worden ist, sondern von der Polizei. Das sind alles echte Ermittlungsergebnisse. Die Waffenfunde sind ja evident. Man hat diese Telegram-Gruppe ja tatsächlich auch eben so infiltrieren können, dass daraus wiederum Hausdurchsuchungen entstanden sind. Bei den Hausdurchsuchungen gab es wieder Waffenfunde. Also ich finde, wir sind alle daran gut beraten, diese Situation, diese Entwicklung ernst zu nehmen. Es gibt ja nicht die Gefahr vom Rechtsextremismus ausschließlich in Österreich, sondern auch von radikalen Islamisten. Das heißt, es gibt hier für den Verfassungsschutz, für die Polizei enorm viel zu tun. Und ich finde nicht, dass all diese Phänomene dazu geeignet sind, die dann in diese politische Klein-Klein-Debatte hineinzuziehen und von Ablenkungsmanövern zu sprechen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen die Entwicklung sehr, sehr ernst nehmen und hier eben wachsam sein. Welche Rolle spielt denn Ihrer Meinung nach eigentlich die Corona-Politik der FPÖ bei dieser zunehmenden Radikalisierung? Ja, es ist für mich immer ein Stück weit wie das Öl ins Feuer gießen.
Erinnern Sie sich an die große Demonstration, die mitorganisiert worden ist von der FPÖ mit einer Veranstaltung dann am Heldenplatz, die den polizeilichen Einsatz massiv erschwert hat, in weiterer Folge im Prater. Es kam zu zahlreichen Festnahmen, insgesamt 42 damals, etliche auch, weil gegen das Verbotsgesetz verstoßen wurde. Und was besonders dramatisch war, beim Rückfluten von dieser Veranstaltung im Prater wollte sich dann widerlich neuerlich eine Demonstration formieren. Das wurde von der Polizei verhindert. Es kam zu einem Gewaltsturm auch auf ein Versicherungsgebäude, wo ein Wachmann einer Sicherheitsfirma, einer privaten, dann schwer verletzt worden ist. Das alles ist aus meiner Sicht kein konstruktiver Beitrag der Freiheitlichen Partei. Es ist Öl ins Feuer gießen in einer angespannten Stimmung. Die FPÖ ist eine gewählte Partei, die ihren Sitz im Parlament hat. Sie kann dort alles tun im Sinne des demokratischen Prozesses, um eben auch Kritik an der Regierungspolitik zu üben, dann die Straße zu suchen, sich dabei auch von Rechtsextremen unterstützen zu lassen. Denken Sie daran, dass Gottfried Küssl bei all den Veranstaltungen in irgendeiner Form gesehen worden ist, zuletzt im Prater im Schweizer Haus, wo extra eine Störveranstaltung inszeniert worden ist, auch von der FPÖ ins Leben gerufen. Und siehe da, Gottfried Küssl sitzt dort an einem Tisch und geriert sich dort als wütender Demonstrant. All das sollte vor allem auch dann den Freiheitlichen zu denken geben. Vor allem, weil ich weiß, dass ein Norbert Hofer gar nicht diese Linie verfolgt und sich mit hier auch ganz klar immer abgrenzt von diesem Milieu und dieser Szene. Also ich bin gespannt, wie diese innerparteiliche Diskussion in der FPÖ ausgeht. Wie groß ist denn diese extremistische Szene eigentlich? Sprechen wir da von einer Handvoll Leuten? Sind das ein paar Dutzend? Sind das Hunderte? Vielleicht sogar Tausende? Kann man das eingrenzen? Das ist ganz schwer abzuschätzen. Wir sind im sehr engen Austausch mit den deutschen Bundesbehörden, weil wir hier auch ein Netzwerk immer wieder identifizieren müssen, das sich bildet zum Teil aus Gruppen innerhalb der organisierten Kriminalität, dann wieder mit Verbindungen ins rechtsextreme Milieu. Der eine große Waffenfund, der uns gelungen ist, da war ein Teil der Waffen zum Beispiel bestimmt für eine Motorradbande in Deutschland. Da gab es auch eine Zusammenarbeit mit zwei Landeskriminalämtern aus der Bundesrepublik. Und auch da das gleiche Bild wiederum wie bei radikalen Islamisten, die wiederum Waffen weitergeben, versuchen sie vorher zu finanzieren durch Drogenhandel. Also man sieht, der Drogenverkauf finanziert dann wieder Waffen, Munition und Sprengstoffkauf. Und das macht so gefährlich, diese Mischung aus organisierter Kriminalität, Fanatismus, Extremismus und dann unter Umständen auch der Gewaltbereitschaft tatsächlich Menschen zu töten. Wir müssen hier sehr, wie gesagt, wachsam sein. Die Behörden ermitteln hier intensiv, um das Risiko eines Anschlages zu minimieren. Die Bundesrepublik Deutschland leidet ja schon seit Jahren auch unter rechtsextremem Terror. Das heißt, wir nehmen diese Entwicklung sehr, sehr ernst. Jetzt ist das eine die Gefahr von den Rechtsextremen, die hier anscheinend wirklich sehr konkret sein dürfte. Auf der anderen Seite gibt es den politischen Islam. Im Zusammenhang damit hat die Bundesregierung eine Islamlandkarte veröffentlicht. Und da gab es durchaus auch einige Kritik, insbesondere auch von der islamischen Glaubensgemeinschaft, dass man hier eigentlich fast Rechtsextremen oder, sage ich einmal, Fanatikern eine Landkarte präsentiert, um dann Anschläge auf solche islamischen Institutionen durchzuführen. Sehen Sie das auch? Also zum einen, diese Landkarte, die hier erstellt worden ist, ist nicht mit geheimen Informationen erstellt worden, sondern mit öffentlich zugänglichen Daten. Das sind alles eingetragene Vereine. In Österreich gilt das Recht, dass wenn ein Verein sich konstituiert, also zusammenfindet, dementsprechend die Statuten zu veröffentlichen sind, die Vertretungsorgane nach außen, also ob man Stellvertreter, Kassier, all das ist im Vereinsregister, das öffentlich zugänglich ist, auch einsehbar. Also das heißt, die Daten, die hier sichtbar sind, sind ohnehin sichtbar. Das, was die Karte ermöglicht, ist, dass auch Musliminnen und Muslime, die in Österreich leben, sich einen Eindruck darüber verschaffen können, wo sind auch da Gruppierungen des politischen Islams, die sie selbst vereinnahmen wollen und damit missbrauchen wollen. Es ist ja auch unsere Aufgabe in der Republik, und so sieht die Integrationsministerin ihre Aufgabe, dass die hier lebenden Muslime geschützt werden müssen, eben auch vor Extremisten. Sie müssen geschützt werden von Menschen, die die Religion politisch missbrauchen wollen. Und es muss unser gesamter gesellschaftlicher Auftrag sein in Österreich, dass wir alles tun, um den politischen Islam zu bekämpfen. Wir lehnen die Scharia ab.
Das ist ganz wesentlich. Wir wollen nicht die Scharia eingeführt bekommen durch die Hintertür. Und das muss zentrale Aufgabe jedes Österreichers, jeder Österreicherin sein. Ja, ich gehe sogar so weit, jedes Menschen, der in Österreich lebt, weil unsere Bundesverfassung mit unseren Grund- und Freiheitsrechten ist das Allumfassende, das uns schützt, das uns tatsächlich die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit gibt, die wir so sehr lieben. Und die gilt es, finde ich, auch immer wieder zu verteidigen. Aber gießt das nicht Öl ins Feuer? Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man zu lange zusieht und sieht, wie Extremisten, normalgläubige Musliminnen und Muslime, die nicht radikalisiert sind, sie für sich zu vereinnahmen, tatsächlich Einfluss zu gewinnen in der Demokratie, tatsächlich zu versuchen, einen Gottesstaat zu etablieren, das aber sehr unaufgeregt und sehr vorsichtig. Der politische Islam ist ganz anders als viele andere Entwicklungen bei den radikalen Islamisten. Er kommt mit einer sehr harmlosen Sprache, sehr verständnisvoll, und dahinter verbirgt sich aber das große Ziel, eben dann doch die Demokratie abzuschaffen, Grund- und Freiheitsrechte zu beenden und die Scharia zu etablieren. Das müssen wir ablehnen, da müssen wir geeint sein, wenn wir dagegen ankämpfen. Und es gibt einen sehr interessanten Artikel in der Welt, in der Bundesrepublik Deutschland, die sich genau mit diesem Phänomen auch des Kampfes gegen den politischen Islam in Österreich auseinandersetzt und da sogar eine Vorreiterrolle Österreich sieht, dass Österreich, nämlich hier die Bundesregierung, mutig und entschlossen gegen diese Tendenzen vorgeht. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, und es gilt eben, alle Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, ein freies, ein demokratisches Leben zu garantieren und zu gewährleisten. Und das ist auch Aufgabe und Auftrag für die Sicherheitsbehörden. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Islamlandkarte gab es wieder einmal auch sehr konkrete Drohungen gegen eine Ministerin, in diesem Fall gegen die Integrationsministerin Susanne Raab. Man muss sagen, das häuft sich leider in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt mittlerweile mehrere Regierungsmitglieder, die unter Personenschutz stehen wegen Drohungen. Ich glaube, Sie auch inbegriffen. Wie sehr nimmt auch dieses Drohpotenzial gegenüber den Ministern und den Politikern zu? Ja, es gab zwei Phänomene. Auf der einen Seite gab es eben auch diese Extremisten bei den Corona-Leugnern, die sofort mit Morddrohungen agiert haben im politischen Spektrum, und auf der anderen Seite schon leider viel, viel länger im radikalen Islam. Und das ist aus meiner Sicht nicht zu akzeptieren, das ist nicht hinzunehmen. Und mir fehlen auch da, gerade auch da von denen, die jetzt zum Beispiel so laut schreien gegen die Landkarte des Islam in Österreich, da höre ich keine laute Kritik daran, dass es Morddrohungen gegeben hat, sowohl gegen die Expertinnen und Experten, die diese Landkarte erarbeitet haben bei der Universität Wien, sondern darüber hinaus eben auch eine Ministerin mit dem Tod bedrohen. Ich finde, das muss angesprochen werden. Das darf niemals Normalität sein, dass wir wissen, wenn wir eine Gruppierung kritisieren und uns mit ihr auseinandersetzen, wir leben in einem freien, demokratischen Rechtsstaat, dann muss das zulässig sein. Und es darf keinesfalls dazu kommen, dass Menschen eingeschüchtert werden, indem man sie an ihrem Leben bedroht. Ich glaube, da braucht es auch ganz klar diesen Protest der Gesellschaft dagegen. Und ja, ich fordere dann eben auch die islamischen Einrichtungen in Österreich auf, genau solche Tendenzen massiv zu verurteilen und diejenigen, die solche Drohungen ausstoßen, auch in die Schranken zu weisen. Wenn Sie genau hinhören, können Sie noch lange hinhören, denn es gibt leider bis dahin von dieser Gruppe nichts zu hören, was das betrifft. Herr Innenminister, auch Sie wurden ja in der Vergangenheit immer wieder bedroht. Wie sehr belasten solche Drohungen auch in der politischen Arbeit? Also sie sind alles andere als angenehm. Es bin nicht nur ich bedroht, sondern meine Frau und meine Kinder. Das ist immer dann eine, natürlich für eine Familie eine Ausnahmesituation. Aber einerseits halten wir zusammen, und auf der anderen Seite ist eines ganz, ganz wichtig für die zu wissen, die diese Drohungen ausstoßen. Sie haben damit keinen Erfolg. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat ist bei weitem stärker als Morddrohungen, und genau das müssen wir auch weiter fortführen und leben. Ich bin den Personenschützern und Personenschützerinnen, die hier im Einsatz sind, für alle Ministerinnen und Minister und Menschen, die davon betroffen sind, enorm dankbar für ihren Einsatz. Sie leisten da einen sensationellen Job. Aber das Wichtige dahinter ist eben, dass durch diesen Schutz möglich gemacht wird, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von Menschen, die in Wahrheit gegen Demokratie, gegen Grund- und Freiheitsrechte stehen. Herr Minister, ich würde noch gern zu einem zweiten Thema kommen. Sie waren vor ein paar Wochen am Balkan unterwegs. Jetzt haben Sie, glaube ich, heute dazu auch mit der Innenkommissarin gesprochen, zu diesem geplanten Balkan-Rückführungsabkommen. Wie sieht es denn da jetzt konkret auch von Seiten der EU aus? Wann soll das umgesetzt werden?
Also es gab ja von mir eine Westbalkanreise in die Staaten Bosnien-Herzegowina, Serbien und Nordmazedonien mit dem Ziel, dass dort bereits gegen irreguläre Migration vorgegangen wird und den Staaten vor Ort unmittelbar geholfen wird. Österreich hat hier schon eine lange Tradition. Wir haben zum Beispiel 15 österreichische Polizistinnen und Polizisten mit einer sehr hohen technischen Ausrüstung, mit sogenannten Wärmebildgeräten an der serbischen nordmazedonischen Grenze zum Beispiel stationiert, genauso wie in Nordmazedonien an der nordmazedonischen griechischen Grenze. Das ist ein sehr aktiver Beitrag Österreichs für den Grenzschutz vor Ort. Und darüber hinaus war für mich das klare Signal für diese Staaten wichtig, dass wir auch gemeinsam etwas gegen irreguläre Migration tun können, indem wir bereits in diesen Ländern beginnen, Menschen wieder zurückzubringen in ihre Heimat, wo wir wissen, dass sie keine Bleibeberechtigung in der Europäischen Union haben werden. Das ist ein sehr komplexes Unterfangen. Da muss man wirklich von Anfang an beginnen, warum Bosnien-Herzegowina zum Beispiel oder Serbien oder Nordmazedonien haben keine Rückführungsabkommen mit den Staaten, wo die meisten irregulären Migrantinnen und Migranten sich derzeit am Westbalkan aufhalten. Dazu braucht es Begleitung und Unterstützung. Das Positive ist, es ist jetzt ein Rückführungsabkommen in Bosnien mit Pakistan gelungen. Das muss von Pakistan nur mehr ratifiziert werden und ist für uns Österreicher von höchster sicherheitspolitischer Bedeutung. Warum? Weil eben über 1200 Pakistanis derzeit sich an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien aufhalten. Hier gilt es bereits jetzt anzusetzen, wenn das Rückführungsabkommen ratifiziert ist, dass wir dann rasch mit Rückführungen nach Pakistan beginnen können, die bosnischen Behörden unterstützen. Es gibt hier einen intensiven Austausch mit den bosnischen Behörden. Es kommt jetzt auch eine Delegation aus Bosnien nach Österreich, um hier auch Wissen auszutauschen betreffend schneller Verfahren, Möglichkeiten von schnellen Rückführungen, Chartermöglichkeiten. Überall da unterstützt Österreich mit seiner neu gegründeten Plattform gegen die illegale Migration, die wir letztes Jahr ja mit den EU-Staaten und den Balkanstaaten ins Leben gerufen haben, mit der Wiener Erklärung. Und darüber hinaus gibt es eben auch eine sehr proaktive Unterstützung von der EU-Kommission, weil es auch für die Europäische Union von strategischem Interesse ist, dass wir schon vor der EU-Außengrenze hier beginnen können, zum Beispiel durch diese Rückführungsmaßnahmen für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Kommission unterstützt das Projekt. Wir sind da im intensiven Austausch. Jetzt kommt es darauf an, dass Pakistan das Abkommen mit Bosnien ratifiziert. Und dann bin ich zuversichtlich, dass uns hier gemeinsam wieder ein Stück sicherheitspolitisch etwas gelingen kann, wenn wir dann auch tatsächlich mit den Rückführungen beginnen können. Wann rechnen Sie damit, dass dann diese Rückführungen auch stattfinden können und dieser Rückführungsplan dann auch in Kraft tritt? Das ist immer das Herausfordernde. Wie gesagt, momentan hängen wir da von der Zeitachse in Pakistan ab. Aber da Bosnien ein muslimischer Staat ist und gute Beziehungen zu Pakistan hat, wir wiederum gute Beziehungen zu Bosnien, hoffe ich sehr, dass wir da in einem sehr konstruktiven Dialog stehen und dass Pakistan eben auch Bosnien helfen will, mit dem Thema irregulärer Migration zurande zu kommen. Wie gesagt, das braucht sehr viel Kraft, es braucht auch Zeit. Aber ich bin davon überzeugt, genauso wie die Kommission mittlerweile auch, dass es der richtige Weg ist und daher auch die Unterstützung von Seiten der Europäischen Union. Was aufgrund der aktuellen Corona-Situation ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten in den Hintergrund geraten ist, ist ja die generelle Asyl- und Migrationsfrage und auch die Situation. Im ersten Quartal hatten wir einen relativ hohen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Das zweite Quartal läuft noch, aber 2 von 3 Monaten sind jetzt mittlerweile zu Ende. Wie ist denn die aktuelle Situation bei den Asylzahlen? Nein, die Tendenz steigt. Also wir haben immer mehr Aufgriffe. Das heißt, wir haben es auch immer stärker mit einer Schlepperei zu tun, die versucht jetzt vielfältig die österreichische Grenze zu überschreiten. Die Menschen werden schon vor der österreichischen Grenze oft aus den Fahrzeugen gelassen. Dann versuchen sie mit der grünen Grenze dann Österreich zu erreichen, werden dann eben vom österreichischen Bundesheer oder von der Polizei aufgegriffen. Wir versuchen, die gesamten Transitrouten intensiv zu überwachen. Wir haben natürlich einen regen Handelsaustausch Nord-Süd, Ost-West, West-Ost. Und auch den gilt es hier stärker zu überwachen. Deswegen auch das Einsatzprogramm für die Drohnen. Auch hier größtes Interesse und Unterstützung einerseits von unseren Nachbarn. Wir haben eine Kooperation mit den Ungarn, genauso wie mit den Slowenern, die auch hier Drohnen zum Grenzschutz einsetzen. Und wir müssen auch hier immer mehr darauf achten, dass wir insgesamt die Entwicklung genau im Auge behalten, weil wir sehen eben, dass seit Beginn dieses Jahres die Zahlen steigen und gleichzeitig es wichtig ist, durch die Maßnahmen, die die Westbalkanstaaten setzen, die der Grenzschutz auch der Europäischen Union leistet, wenn es über die griechisch-türkische Grenze geht, genauso wie an der serbisch-nordmazedonischen Grenze und genauso jetzt wie Kroatien gegenüber
Bosnien, dass das ganz wichtige Maßnahmen sind, damit keine große Migrationswelle auf uns sozusagen trifft, sondern dass es viele Wellenbrechersysteme gibt, die genau das verhindern und damit eben auch den Migrationsdruck reduzieren. Klar ist, dass wir gleichzeitig viel im Land getan haben. Wir haben die Asylverfahren beschleunigt für Menschen, die keine Bleibeberechtigung haben werden. Das ist ein sogenanntes 72-Stunden-Verfahren. Warum ist das wichtig? Weil dann es möglich ist, diese Menschen auch wieder rasch in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Wir haben zwar mehr Asylanträge als in den letzten Jahren, aber gleichzeitig auch weniger Zuerkennungen. Das heißt, deswegen ist das Rückführungsthema für uns so ein wichtiges und wir organisieren gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland, mit Schweden, mit Dänemark, mit der Schweiz Rückführungscharter zum Beispiel Richtung Afghanistan, Richtung Pakistan, damit wir schneller hier die außer Landes bringen können, die keine Bleibeberechtigung haben. Herr Minister, jetzt wird das Wetter wärmer, es wird schöner, gleichzeitig sinken die Corona-Zahlen. Rechnen Sie eigentlich damit, dass das auch dazu führen wird, dass der Migrationsdruck wieder höher wird und dass es hier im Sommer und in den nächsten Monaten auch zu einer neuerlichen Migrationswelle kommen könnte? Wie gesagt, das Wichtigste ist die Wellenbrecher vor Ort. Es gibt ja nicht nur den eigenen Grenzschutz, sondern den Grenzschutz der Westbalkanstaaten, den EU-Außengrenzschutz. Das sind ganz wichtige Maßnahmen, dass es eben zu keiner großen Migrationswelle kommt. Aber wir spüren, dass die Asylanträge steigen. Deswegen die vorbereitenden Maßnahmen, schnelle Asylverfahren für denjenigen, der keine Bleibeberechtigung haben wird, so rasch als möglich die Rückführungen durchführen können. Deshalb auch Österreichs Initiative bei der Kommission, dass die Europäische Union Rückführungsabkommen schließt, damit wir noch viel stärker, noch mehr außer Landes bringen können, die nicht hier bleiben dürfen. Hier gibt es nämlich Einstimmigkeit innerhalb der Europäischen Union. Sie wissen, das ist immer eine der größten Herausforderungen bei 27 Mitgliedstaaten, eine übereinstimmende Meinung tatsächlich vorzufinden. Das betrifft genau das Thema Rückführungen. Daher setzt sich auch Österreich hier so ein, dass wir viele Initiativen starten, damit wir glaubwürdig sind, wenn es um die Frage von Migration und Asylpolitik geht. Und ganz zum Schluss noch, Herr Minister, würde ich gern zur aktuellen Corona-Situation in Österreich kommen. Wir haben in den letzten Tagen da vermehrt Bilder gesehen von Partys, Raves, wo keine Maßnahmen mehr eingehalten werden, wo viele Menschen, vornehmlich natürlich Jugendliche, sehr eng feiern, ohne Masken etc. Sehen Sie das als Problem, dass die Menschen im Kopf anscheinend teilweise schon der Meinung sind, wir haben Corona besiegt? Na, zum einen ist es verständlich, dass gerade die Jungen jetzt einmal feiern wollen und Party machen wollen nach der Zeit der Pandemie und der Lockdowns. Und gleichzeitig ist es jetzt so wichtig, dass die Eigenverantwortung noch so weit gegeben ist, dass wir uns gegenseitig noch immer schützen müssen, mit Abstand halten, mit einem aufeinander aufpassen, Mund-Nasen-Schutz oder Maske tragen und vor allem impfen, impfen, impfen. Ich glaube, das ist jetzt das Gebot der Stunde, denn wenn wir eine hohe Durchimpfungsrate erzielen, dann ist auch eine höhere Infektionsrate, wenn sie zum Beispiel im Herbst wieder auftreten sollte, für die Spitäler tatsächlich dann ein geringeres Problem. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein. Die Polizei ist vor Ort. Wir führen die 3D-Strategie durch Dialog, Deeskalation, aber auch durchgreifen, wo notwendig. Es gibt oft Orte, wo wir in die Einsätze gehen, die sehr schwierig sind und wo man auch sehr verhältnismäßig im Einsatz vorgehen muss. Warum? Weil sie sonst gefährlich sind für die, die dort sind. Denken Sie an den Donaukanal. Hier gibt es einen sehr engen, begrenzten Raum. Wenn da sehr viele Menschen beisammen sind, dann muss auch dementsprechend vorsichtig der Polizeieinsatz durchgeführt werden. Denken Sie daran, was passieren würde, wenn Alkoholisierte in den Donaukanal stürzen und dann eventuell sogar ertrinken könnten. Das ist also ein sehr schwieriger polizeilicher Einsatz. Die Landespolizeidirektion Wien ist hier gemeinsam mit dem Wiener Magistrat daran, wieder Lösungswege zu suchen, um die Szene so weit in den Griff zu bekommen, dass eben keine Selbstgefährdung und Fremdgefährdungen davon ausgehen. Es ist jetzt ein Prozess. Ich glaube, wenn wir den Schritt der Öffnungen weiter fortsetzen können, wenn die Infektionszahlen so weiterhin positiv nach unten purzeln, wie wir es jetzt gerade sehen, dann haben wir auch eine Chance, dass ab Juli auch da wieder Perspektiven sind für Menschen, auch tatsächlich wieder Party zu machen, bei aller Vorsicht. Aber wie gesagt, die Infektionszahlen schauen derzeit noch positiv aus. Deswegen mein Appell gerade jetzt an die Jugendlichen, noch etwas Geduld zu haben, aufeinander aufzupassen, wenn man sich trifft. Es zahlt sich aus, damit wir im Sommer wieder auch zur Normalität zurückkehren können. Und vor allem eines, impfen, impfen, impfen.
Und ganz zum Schluss noch, Herr Minister, weil Sie es jetzt auch dreimal gesagt haben, impfen, impfen, impfen. Immer mehr Minister werden ja auch geimpft, haben die Bilder gesehen in den letzten Tagen. Wie schaut es bei Ihnen aus? Sind Sie schon geimpft worden? Ich durfte letztes Wochenende am Samstag geimpft werden von der Chefärztin des Innenministeriums. Es war ein besonders gutes Gefühl. Es sind mittlerweile alle Polizisten, die es wollten, geimpft worden. Das ist einmal eine ganz wichtige Maßnahme für deren Dienst. Und ich war jetzt sehr glücklich, dass ich auch als Innenminister drangekommen bin zum Impfen. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich kann nur wieder halt auch da wiederholen, es zahlt sich aus, impfen zu gehen. Herr Minister, vielen Dank und schöne Grüße ins Ministerium. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter bei uns. Und dann ist gleich der ehemalige Innenminister, jetzige FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zu Gast, beziehungsweise er ist nicht zu Gast, er ist Wandern auf der Rax und da schalten wir hin. Das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet und ich spreche natürlich mit ihm über das Duell in der FPÖ. Norbert Hofer ist ja von seiner Reha zurück. Hat er schon mit ihm gesprochen, wer denn jetzt Spitzenkandidat der FPÖ wird? Will er auch Parteichef werden und was sagt er auch zur Kritik, muss man eigentlich sagen, des oberösterreichischen FPÖ-Chefs Manfred Heim-Buchner, der sich ja ganz bewusst hinter Norbert Hofer gestellt hat. Darüber spreche ich gleich mit Herbert Kickl nach einer ganz kurzen Werbepause.